Los. Ich stehe in Berlin vom Flughafen und wollte zumindest die Berliner Luft noch nutzen, um über den Bürgerdialog zu berichten. Erfreulicherweise hat sich die Kanzlerin mehr Zeit dafür genommen, als ursprünglich angedacht war. Und ich habe den Eindruck, ich hatte genug Zeit, um ihr die Problematik, dass eine sichere, interventionsarme Geburtshilfe ohne Hebammen verloren geht und dass dann die Frauen nur noch die Wahlfreiheit bezüglich Geburtsort und individueller Betreuung einer Hebamme zwar auf dem Papier haben, aber nicht mehr in real, weil wir von unserer Arbeit nicht mehr leben können, dass ich ihr das nahebringen konnte. Und die zweite Thematik war die Senkung der Kaiserschnittrate. Ich konnte ihr verdeutlichen, dass die Kaiserschnittrate, die wir hier in Deutschland haben, nichts mit der Sicherheit von Mutter und Kind zu tun hat, sondern oft auch an einer Fehlinformation liegt, dass den Frauen viel zu wenig klar gemacht wird, dass unnötige Kaiserschnittraten für die Kinder zusätzliche Folgen haben, auch für sie zusätzliche Folgen haben, dass sich das Diabetesrisiko eher verdoppelt, Asthma-Risiko um 80% steigt, fünfmal so viele Kinder künstlich beatmet werden müssen. Und sie hat mir aufmerksam zugehört und hat mir zurückbestätigt, dass ihr klar ist, dass die Hebammen ein ganz, ganz wertvoller Beruf sind, der nicht hier vom Tellerrand fallen darf. Sie hat auch auf meinen Hinweis, dass wir nicht so wie Ärzteverbände Berufsfunktionäre haben, die schön sehen, dass unsere Interessen weit genug eingespeist werden ins Gesundheitsministerium und bei den Krankenkassen, mir rückbestätigt, dass sie diese Problematik auch erkennt. Und erkennt, dass die Hebammen dabei Unterstützung brauchen und hat vorgeschlagen, dass bis Ende September ein Gespräch stattfindet mit dem Chef vom Kanzleramt, mit dem Gesundheitsminister, mit der Familienministerin und eben mit den Hebammen und eben auch den Hebammenverbänden. Ja, und sie hat mir dann auch noch zugesichert, dass wenn es dabei nicht um diese, wenn es da nicht zu einem Ergebnis kommt, was sich zeigt, als dass endlich unsere Vergütungsproblematik gelockert wird, dass sie dann wieder einschreiten wird. Das hat sie mir fest in die Hand versprochen und darauf zähle ich. Und da werden wir sie auch nicht, werden wir sie weiterhin darüber informieren und darauf achten, dass das passieren wird. Und jetzt gehe ich aber erstmal ganz zufrieden nach Hause. Danke euch, dass ihr uns alle unterstützt habt und uns im Bürgerdialog so weit nach vorne gebracht habt. Tschüss.